Harry sagt Hallo und guten Tag. Jetzt wäre ich doch fast gefallen zur Realität. Heute am 16. August 2022. Aus gegebenem Anlass fangen wir heute hier mal an, und zwar mit Blick ja auf Maspalomas, unseren Leuchtturm Faro und die anderen Hotels. Und jetzt hier der Blick hinüber. Über den Garten des Hotels Rio Palas. Ja, und das ist der Ausblick hier aus der dritten Etage im Hotel Rio Palas Maspalomas, geografisch in Playa de Ingles. Ja, so sieht es hier aus. Ein wunderschöner Tag, ganz wenig Wind. Und wir durften heute Gast hier im Hotel sein. Haben uns sehr gefreut, haben auch viel gesehen und auch mitgenommen. Das heißt, mitgenommen ganz einfach an Eindrücken. Und ihr werdet es in der nächsten Zeit dann auch sehen. So, und ich melde mich ja später nochmal und schaut mal da ein Wölkchen am Himmel Richtung Faro, Richtung Leuchtturm. Da sieht man tatsächlich eine Wolke. So, bis später. Hasta luego. So, weiter geht's mit der Realität. Wir gehen jetzt hier den wunderschönen Weg zwischen dem Hotel Rio Palas vorbei durch. Da stand ich vorhin noch da oben und habe das Ganze hier mal von der anderen Seite gesehen, vom Hotel aus. Und schöner kann man ja eigentlich auch gar keinen Tag begehen, beziehungsweise man kann fast nirgendwo diesen Ausblick genießen, den es hier gibt. Nochmal zur Information hier, das Café, die Eisdiele, der kleine Supermarkt. Hier kann man auch was mitnehmen, wenn man sich da vorne hinsetzen möchte. Ob es ein Champagner ist oder ein Wein, ein Bier, was auch immer, hier habt ihr die Möglichkeit, gut zu sitzen und den Ausblick zu genießen. So, und da sehe ich gerade jemanden, der 360 Grad aufnimmt mit der Insta. So, ich weiß nicht, ich bin gerade am Schauen, ob ich hier jemanden habe, der prominent ist oder nicht. Auf jeden Fall ist da ein Kameramann, der sehr profihaft auftritt und auch viele Sachen dabei hat. Vielleicht haben wir ja doch jemanden, der hier gerade interviewt wird. Wollen wir nicht so neugierig sein. Und außerdem haben wir hier Wind, da müssen wir jetzt uns mal in die richtige
Position bringen. So, das ist jetzt der Blick hier. Über die Dünen von Maspalomas. So, hier nochmal der Blick auf das Restaurant, auf die Terrasse, auf das Hotel Rio Palace. Ich glaube, die Windverhältnisse, die lassen es gerade noch zu, ohne zusätzliches Mikro aufzunehmen. So, vielleicht kennt jemand ja diesen Mann in seinem Trainingsanzug, vielleicht ist es ein Sportler. Aber jetzt wird es dann doch ein bisschen windig hier. So, und mit diesen Aufnahmen, mit diesen Bildern möchte ich mich dann auch verabschieden mit der heutigen Realität. Ich sage ganz einfach, ein schöner Tag geht zu Ende und ja, ich freue mich auf das nächste Video. Hier nochmal der Blick Richtung Berge. Hier ist ja die Straße, die bekannte Avenida Tirajana, und die geht bis Richtung Fataga, das wisst ihr. Und wenn ihr hier in der Nähe seid, dann geht ganz einfach hier links runter zu den Dünen von Maspalomas, zwischen den beiden oder zwischen dem Hotel hindurch. So, das war's. Hasta luego, bis zum nächsten Mal.